Die Bundesregierung hat den Vorwurf Nicaraguas zurückgewiesen, dass Deutschland in seiner Israel-Politik gegen humanitäres Völkerrecht verstößt. Die Beauftragte für Fragen des allgemeinen und besonderen Völkerrechts im Auswärtigen Amt, Tanja von Uslar-Gleichen, sagte nach dem Plädoyer des mittelamerikanischen Landes vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag: Deutschland bekennt sich zur Wahrung des Völkerrechts und dafür setzen wir uns auch international ein. Wir werden morgen vor diesem Gericht unseren Standpunkt ausführlich darlegen. So viel kann ich Ihnen schon sagen. Die Darstellung Nicaraguas war stark voreingenommen. In Den Haag hatte am Montag die zweitägige Anhörung zu der Klage begonnen. Nicaraguas Botschafter Carlos José Arguello Gómez forderte, Deutschland anzuweisen, die Waffenexporte nach Israel zu stoppen und die Finanzierung des UN-Flüchtlingshilfswerks wieder aufzunehmen, da am Gazastreifen die ernste Gefahr eines Völkermords bestehe. Wir hoffen, dass Deutschland die Entscheidung des Gerichts akzeptieren wird, so der Botschafter. Nicaragua wirft Berlin konkret vor, gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen zu haben, indem es Israel weiterhin mit Waffen beliefere. Die Richter des IGH hätten zuvor entschieden, es sei plausibel, dass Israel während seiner Angriffe auf Gaza einige in der Völkermordkonvention garantierte Rechte verletzt habe. Die israelische Regierung bestreitet dies. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich am Montag Demonstrierende versammelt. Bisher haben wir leider nur sehr wenige Ergebnisse von diesem Gericht gesehen. Daher ist es ein sehr bedeutsamer Tag, denn wir werden erleben, wie entweder das Vertrauen in die internationale Justiz wiederhergestellt wird, oder wir werden sehen, dass dieses System nicht dazu da ist, allen Menschen zu dienen. Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure nach Israel und lieferte nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Jahr 2023 militärische Ausrüstung und Waffen im Wert von 326,5 Millionen Euro. Die Lieferung von Waffen nach Israel ist sowohl in den USA als auch Deutschland zunehmend umstritten, weil die Zahl der Opfer des israelischen Vorgehens im Gazastreifen immer weiter steigt und nach Angaben internationaler Organisationen eine Hungersnot unter der palästinensischen Zivilbevölkerung droht.